Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No One Survived. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, da unten steht sie, unsere kleine Basis, mittlerweile ja elektrisch. Ich freue mich, da funktioniert so gut wie gar nichts mehr mit Kohle. Da oben ja noch, man sieht's, es brennt, da ist einfach nur stockfinster. Aber ich brauche trotzdem noch Brennstoff für unseren Kamin. Ja, der ist wichtig. Und da wollte ich mal was testen. Und zwar schon gescheitert, ja. Ich dachte, hier könnte man Kohle herstellen. Geht aber nicht. Also müsste das weiter mit diesen anderen Ofen machen, mit diesen klassischen alten Ofen. Macht aber nichts, denn ja, wir haben ja trotzdem alles hier, was wir brauchen. So, gut. Dann ab zum Kamin. Ich habe extra ein paar Stöckchen mitgebracht. Werf die mal rein, damit der wenigstens ein bisschen brennt und Wärme spendet. Einfach so aus Spaß. Und ja, Plan der heutigen Folge, den wollt ihr natürlich wissen, ist ja, Stufe 4 zu erreichen in Zucht und Landwirtschaft. Denn dann dürfen wir ganz tolle Sachen bauen wie ein Bienenstock und das Tiergehege. Das Tiergehege ist mega wichtig. Nach dem Tiergehege, mein Gott, das ist aber auch ein Skilltree hier, ne? Ist das eigentlich Chemie, Reaktionsbank? Die dürften wir eigentlich schon längst bauen. Habe ich noch gar nicht, macht nichts. Kommt noch dazu, vielleicht auch noch heute. Das nächste, was ich besonders wichtig finde, ist das Gewächshaus. Aber das dauert noch ein bisschen. Landwirtschaftsstufe 5. Aber wir sind ja schon relativ weit bei Landwirtschaft. Das heißt, einmal noch lesen und die Sache ist safe. Wir haben ein bisschen Durst, ein bisschen Hunger. Das macht nichts. Wir sind ja ausgestattet mit Lebensmitteln. Ein paar sind schon wieder verrottet. Mein Gott, die geben ja gar nichts. Ich sollte sie mir warm machen, ich weiß. Und trink noch einen Schluck Wasser. Nein, nicht ablegen. Wasser. Das war auch sauber. Und dann lege ich mich mal kurz hin und lese eine kleine Runde, wenn Motivation wieder da ist. So, sagen wir mal, wir haben 0 Uhr. Na, dann darfst du bis 5 Uhr schlafen. Na, sagen wir 6 Uhr. Passt besser, weil wir haben ja dann 6 Uhr ungefähr. So, und haben feinstes Wetter draußen. Gut, was auch noch ein ganz großer Punkt ist im Spiel, ist die Erweiterung der Map. Ich werde hier Mauer setzen und hier nochmal vergrößern. Also nach hier hin. Und nach hier und nach hier und nach hier haben jetzt genug Motivation, um dieses Buch zu lesen und diese unglaubliche Funktion freizuschalten. So, ich glaube, wir müssen Stufe 5 sein. 4. Da. Bam. Also, Landwirtschaft Stufe 4. Mann, warum habe ich denn jetzt so ein schlechtes Wetter? Ist es uns jetzt ermöglicht, mit dem Hammer noch nicht zu bauen, denn wir müssen es erstmal freischalten. Und zwar kostet uns der Spaß, wir sind ja beim Bienenstock, der kostet uns eine Wabe, Honig und eine Planke. Das kostet uns einfach nur 3 Planken, das ist lächerlich. So, naja, sieht, boah, hallo, tolles Wetter. So, jetzt habe ich das Tiergehege gelernt. Wie kann man nochmal an Honig? Ich habe ja Honig schon mal gefunden. Ich glaube, ich habe einfach nur Bäume umgehackt und irgendwann Honig bekommen, ne? Kann das sein? Aber das Tiergehege juckt mir schon in den Finger. Er darf nur nicht zu nah an der Basis, weil ich nicht weiß, wie groß es wird. Also hier wäre, glaube ich, schon ein guter Ort. Ich weiß ja nicht, wie groß es ist. Ich weiß es ja nicht. Tiergehege. Tiergehege. Tiergehege, wo bist du? Ich suche dich. Ich brauche noch eine Dusche. Wir müssen doch die Basis so weit machen, also so groß bauen. Erstmal finden, ne? Baumstamm fallen. Okay, fallen braucht man nicht. Strukturen, Dach, Synthese. Das müsste doch irgendwas hier sein. Gelernt habe ich's. Ich weiß es. Verarbeitungstisch, Dusche. Das müsste ja optisch sehr gut zu erkennen sein. Einrichtung. Eine Einrichtung ist es nicht.
meines Gott, glaube ich eher weniger. Im Außenbereich haben wir auch kein Tiergehege. Na. Gebaut mit dem Bauhammer. Okay, Tiergehege. Blind. Blinder Tim. Also akut blinder Tim. Ja, das kennt er ja von mir. Aber es Schmelzofen, das ist Strom, thermisch. Brauereifass. Oh, bitte sei kein Bug. Ich freue mich da so mega auf das Tiergehege. Wir haben ja sogar Tiere da. Struktur, guck ich da Unterschiede noch. Struktur. Nee. Hier nicht. Außenbereich habe ich gerade schon 8-mal geschaut. Pause machen. So, weil ich so ein professioneller YouTuber bin, mein Mikrofon sogar noch nicht mal richtig hingestellt habe, habe ich noch ein Telefonat geführt und jetzt weiß ich auch, wo das Tiergehege ist, denn es befindet sich im Einrichtung, in Einrichtung genau dort. Das ist das hier. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, wo wollen Tiere gerne rumlaufen? Aufs Meer bestimmt nicht. Die wollen bestimmt ein bisschen, ja, hier ist der Eingang. Man sieht schon, dass da einen Eingang gibt. So rum. Bisschen Boden unter den Füßen haben. Deswegen kriegen die... Upsa, sorry. Tiergehege. Kriegen die auch ein bisschen Boden, ne? So. Das ist das Tiergehege. Ich hab's gebaut. Ich hab's gebaut, Leute. Ich hab's gebaut. Also es ist direkt an der Straße dran, ne? Oh, das gefällt mir jetzt nicht. Wartet. Das sollte schon ein bisschen gerade sein. Tiergehege da. Das ist ja so groß. Man erkennt kaum, ob man gerade baut oder nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Also definitiv ist das gerade. Das ist aber nicht mehr so schön. Jetzt haben sie ja richtig viel Asphalt. Naja, ist egal. Auf jeden Fall braucht das jetzt einiges an Zeugs. Holzstämme, Eisenbarren, Steine, Planken. Okay, das ist aber auch lächerlich. Das ist lächerlich. Das bauen wir ruckzuck fertig. Ein bisschen Abstand von der Basis, damit wir natürlich noch Platz haben, um natürlich, ich muss ein bisschen was wegpacken, damit wir Baumstämme holen können, damit wir hier noch weiter bauen können, was die Basisgröße betrifft. Wir können zum Beispiel, ich habe immer den Hammer in der Hand, ne? Das ist ein nerviges Teil. So, ein paar Sachen an der Seite legen, die ich jetzt aktuell nicht brauche. Das brauche ich noch. Das kann im Müll. Ich glaube, es gibt aber auch eine Mülltonne, ne? Wo man Sachen hinwerfen kann. Da haben wir unglaublich viel Medizin, die wir selber hergestellt haben, die ich auch nicht brauche. So. Und hab mal wieder ein Kuddelmuddelfach erstellt. Hervorragend. So, wie sieht's bei uns aus? Essen. Wir können mal wieder was... Habe ich da noch für ein Buch? Warte mal. Einfach mal da rein. Werd's vergessen, dass es da drin ist. Einfach mal so eine Chili... ich brich das mal ab. Eine Chili kochen. Kochen uns die Chili. So. Es gilt ja auch kochen. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Eine leckere Chili-Korn-Karne. Schmackhafter Gemüseeintopf wird daraus. Naja, ich weiß nicht, ob die Werte da wirklich so viel besser sind. Aber er heißt immerhin schmackhaft, ne? Das ist ja schon mal was. So, damit gehen unsere Werte... Ja, okay, das ist unsere Motivation. Die geht nicht so wirklich im... Die geht nicht so wirklich nach oben. Machen uns auch ein bisschen Wasser. Dann geht die Reise hier auch los. So, oh, jetzt habe ich beide voll. Aber das ist ja nicht schlimm, wir haben ja viel Kochplatten. Zap, zap. Kann man nicht einfach draufklicken? Geht leider nicht, ne? Also man muss die echt reinschieben. Jeden einzelnen Tropfen. Ja. Also mir macht dieses Spiel immer noch unglaublich Spaß. Auf Flasche leer. Und kochen! Kochen, was das Zeug hält.
Ich hoffe nur, dass diese Kochplatten auch die, ewig halten. Da habe ich ein bisschen Angst vor. So, 10-mal fucking Wasser. Das sollte für diese Folge auf jeden Fall lang. So. Und dann schlürfen wir direkt auch mal ein. Schlückerli. So, dann geht's uns auch wieder ganz toll. Uns geht's ja toll. So, dann geht's los Holz holen. Wir brauchen ja ein Tiergehege. Ich habe schon mal vergessen. Steine waren es, glaube ich, nicht viele. 10, die finden wir wohl locker flockig. Hier liegt einfach schon mal ein Holz. Das ist schon mal praktisch. Steine sammeln wir so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mein Gott, geht schnell. 8, 9, 10. Ne, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den kleinen Baum fäll. Ich glaube, da gibt es nicht allzu viel. So geästen, ne? Da gibt es nur Äste für. Und die habe ich jetzt auch gesammelt. Okay. Was auch immer das war. Da haben wir auch noch einen Baum gefällt. Naja, unsere Tasche bietet ja Platz. Wir könnten das Ganze natürlich, ich will ja mal zurück, mit dem Auto erledigen. Was natürlich wesentlich einfacher wäre. Aber auch langsamer. So, Holzstock noch einmal. Oh, der war weit weg. Den haben wir dann auch fertig. Baumstamm 2, Eisenbarren 10. Oh, da sollten wir uns zuerst drum kümmern. Eisenbarren. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich habe aber schon alles umgezogen, was das betrifft. Wichtig ist die Kohleherstellung. Dafür ist tatsächlich, ich glaube, dieser Ofen halt vonnöten. Kohle kriegen wir echt nur durch diesen scheiß Ofen. Aber ist nicht schlimm. Eisenbarren, Eisenbarren. Perfekt. Dann habe ich hier bestimmt noch ganz viel Eisen drin, ne? Eisenklumpen, 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 Eisenklumpen. Darf nicht zu schwer werden. Dann packen wir nämlich das alles schon mal unten in unseren neuen elektrischen Schmelzenofen. So, boah, die Dinger sind echt schwer. Aber da hält sich in Grenzen. So. Alle Klumpen sind drin. Die holen wir später. Die Kupferbarren brauche ich gerade noch nicht. Also, wurscht. So, sorry, dass die Folge ein bisschen später kommt. Hab verschlafen. Ich hab verschlafen und meine Freundin holt mich heute ab. Und ich habe ihr schon gerade um 13 Uhr wollte mich abholen. Und jetzt haben wir 12 Uhr. Und jetzt habe ich schon gesagt, kannst du mich bitte um. Die Eisenbarren können wir da reinkloppen. Um 15 Uhr abholen und wie sich das anhört, nur wegen den Videos machen, ne? Müsst ihr euch ja mal vorstellen. So, hier haben wir nochmal Eisenbarren und jetzt kommen die ganzen Klümpchen hier. Falsch, falsch, stimmt, falsch. Ganz, ganz, ganz falsch. Das ist unser Schmelzofen. Die ganzen Klümpchen hier rein. Das mache ich ganz gut, glaube ich, ne? So, und der macht jetzt Eisenbarren. Zwar nicht so schnell, aber schneller auf jeden Fall als der obere mit der Kohle. Ne, einer fehlt auch nur noch, zwei Baumstämme und dann Planken. Habe ich denn noch Platz in der Tasche? Ja. Warum geht das Menü immer zu? Vielleicht drücke ich einfach zu schnell drauf, ne? Dann hole ich noch Holz. Holz ist immer weiter weg von zu Hause. Das ist ein bisschen nervig. Aber, naja, es gibt, glaube ich, schlimmere Locations, wo man bauen kann. Und dann habe ich keine Ahnung, wie ich dieses Tierchen da reinkriegen soll. Oder die Tierchen, die bei uns im Wagen ja schon seit... Puh, wie viele Folgen darum oxidieren. Ich glaube, die sind schon tot, wenn wir die da reinpacken.
Und wie diese ganze Geschichte überhaupt funktioniert, ne? Ich habe gar keine Ahnung. Weil das ist ja offen da, ne? Ich hoffe, da ist ein Tor drinne, wenn das fertig ist. Hallo? Zwei Baumstämme. Ach, das ist rot. Wartet, weil ich drin stehe, ne? Deswegen. So. Zap. Brrr. Gib mir die. Die reichen ja schon aus. Natürlich nicht. Wir müssen noch viel mehr holen. Ach, ich bin so gespannt. Die Tiere, die. Ja, die warten ja förmlich darauf, dass sie endlich ein Heim bekommen, wo sie ja froh und munter rumherlaufen können. Aber das dürfte sogar lang. Aber sogar ein bisschen aufgeräumt. Da wollte ich mich an den Kommentarschreiber nochmal ganz persönlich bei allen bedanken. Also wirklich, ihr seid echt Top-Kommentarschreiber. So liebe Kommentare habe ich unter wenigen Videos, muss ich sagen. Wirklich, es sind echt geile Kommentare. Und ich gebe mir auch viel Mühe bei den Videos tatsächlich. Wenn immer noch zu wenig sein, oder? Ich habe nicht das Gefühl, wie viele Willen wir haben. Aber es ist ja auch ein großes Gehege. Das ist safe. Dann führt der eine Eisenbarren, dann ist safe. Da müsste eigentlich schon ready sein. So, da ist das Tiergehege. Und was mache ich jetzt mit dem Tiergehege? Futter hinzufügen. Verwenden. Okay, die brauchen auch natürlich Flüssigkeit. 30 Liter. Was kriegen die denn für ein Futter? Zement? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Was kriegen die für ein Futter? Kräuter? Also da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube nicht, dass die Chili con Carne und so essen. Ja, was? Da gab es auch keinen Skilltree weiter runter, ne? Also wir haben nicht viel Möglichkeiten, was Futter betrifft. Ne? Dünger essen die bestimmt nicht. Das Zeug essen die bestimmt nicht. Da müssen wir mal in den Skilltree reinschauen. Also Bienen essen die bestimmt auch nicht. Was kosten die nochmal? Ach ja, klar, Plank und Honig. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das nochmal bekommen habe. Scheiße, aber ist egal. Ich glaube, wir müssen einfach nur ein paar Bäume weghacken. Chemischer Reaktionstisch, das sieht nicht nach Futter aus. Also Futter habe ich in der Form noch gar nicht gesehen. Bauhammer. Was haben wir denn? Was haben wir denn für Lebensmittel? Wir haben ja eine Menge Lebensmittel, ne? Wir haben ja wie zum Beispiel Tomaten zum Beispiel. Ja, verrottete Lebensmittel wollen wir mit Sicherheit nicht haben. Schauen wir mal. Kein Futter. Und das muss generell Tierfutter sein, würde ich sagen, ne? Das muss generell Tierfutter sein. Kann man da keine Wasserverbindung hinbauen? Das wäre ein bisschen einfacher für uns alle. Möhren ernten. Bewässerung? Was bedeutet? Achso, das muss man immer drücken. Sind auch bald fertig. Jetzt habe ich ja Möhren. Möhren sind ja voll das geile Essen für die Tiere, ne? Also ich würde selber welche essen. Ich mag Möhren in echt. Er will aber auch die. Also bevor ich da ein Tier reinsetze, muss ich da Futter drin haben. Aber was ist so ein Vieh? Jetzt überlege ich gerade. Was so ein Tier frisst. Ich mache mich mal schlau. Ha! YouTube ist dein Freund und ja, der Kollege, wo ich das gesehen habe, hat genau dieselben Probleme gehabt mit dem Tierfutter. Ja, wo kann man diese Scheiße herstellen? Ja, es geht natürlich an der landwirtschaftlichen Werkbank und zwar ganz oben. Kostet lächerliche Pflanzenfasern, die sollten wir wohl finden, aber wir müssen erstmal unsere Möhren im Kühlschrank bringen.
So. Die Tomaten auch. Mann, das geht immer wieder zu. Warum? Ich drücke doch nur ganz sanft drauf. Vielleicht meine Tastatur ist vielleicht kaputt. Ich weiß nicht. Gut. Eine Möhre esse, eine Tomate konsumiere ich. Weil wir uns mal gönnen. Und dann wird mal ein bisschen Pflanzenfasern gesammelt, wa? Wir haben hier auf jeden Fall keine mehr drin. Die haben wir alle verpulvert für... oder kosten die überhaupt Pflanzenfasern? Ich weiß jetzt gar nicht. Stoff. Auf jeden Fall haben wir irgendwo welche verpulvert. Da waren keine mehr drin, oder? Nein, hier haben wir nur Erdbeersamen. Oh, die Erdbeersamen können wir tatsächlich doch in der Kiste reinschmeißen. Mach ich mal wieder tausend Sachen gleichzeitig, sorry. Und ich habe auch tatsächlich Dünger hergestellt. Und die Dinger gehören ja eigentlich ins Gewächshaus, ne? Das, das nimmt er auch nicht an. Okay. Das gehört ja eigentlich ins Gewächshaus, aber das dauert ja noch einen Tacken, bis wir das fertig haben. Hier das auf das Brett behalten. Du darfst hier für deine Bearbeitung das behalten. Dann sammeln wir mal ordentlich Pflanzenfasern ein. 5 an der Zahl. Was kriegen wir hier? Kriegen wir auch Pflanzenfasern? Ja, 5. Ein paar Sticks dabei. Kann man als Brennstoff benutzen. Weil ich kann das Tier da nicht reinsetzen ohne Futter und Wasser. Das wäre eine Katastrophe. Boah, ist das für ein Busch? Ich komme gerade vor wie so ein aggressiver Typ. Oh, die ganze Ausdauer ausgelutscht. Oh, mein Kaffee ist alle. Da ist echt eine lange Folge für mich, weil ich immer nachgucken muss. Aber alles weiß man ja halt nicht, ne? Ist ja klar. Ich glaube, jeder fängt mal klein an. Das haben wir. Ja, komm, das sind genug Pflanzenfasern für Tierfutter. Ja, wir müssen eh noch ein paar hundert Liter Wasser da reinbringen in diesem Gehege. Sprich, die Flaschen. Was mache ich jetzt mit den ganzen Sticks? Ja, die verbrennen wir einfach. So, und das dauert natürlich ja auch in der Herstellung. Ja, das fiel jetzt optisch gesehen gar nicht so dolle auf. Weil das aussieht wie Samen, ne? Ich hoffe, er tut's. Oh, die dauern lange. Die dauern. Aber egal, wir haben ja Zeit, ne? Ist ja nicht so, dass uns hier was wegrennt. Noch eine Möhre. Esse ich die Möhre. Yum, yum. Möhre essen ist gut. Zack. So, und du bekommst noch von mir Sticks. Ganz viele Sticks. Boah, wie lange so ein Stick brennt. Also 5. Irre. Auch hier können wir kochen dran, ne? Das ist auch schön. Boah. Boah, der brennt ja jetzt für immer und ewig. Cool. Strom? Na, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ne? Also die Dinger, die gehen fast nicht leer. Wir haben immer noch zur Not immer noch dieses hier als Brennstoff. Und ganz schwierig ist halt immer mit Benzin. Ne? Das ist immer so eine Sache. Das können wir uns später selber herstellen. Dauert aber auf jeden Fall noch eine Weile, bis wir so weit sind. So, die Stahlherstellung, die kann noch ein bisschen auf sich warten lassen. Der Bienenstock, der kommt hier neben. Und wenn wir das Gewächshaus bauen, dann bauen wir das dahinter oder davor oder hier auf der Straße auf ein Fundament. Das werde ich auf ein Fundament bauen. Tiere laufen auf Erde. Das ist mir schon klar. Deswegen müssen die auf jeden Fall auf Erde laufen. So. Müssen wir noch mehr Flaschen. Das ist... Gibt es denn keine andere größere Möglichkeit, Wasser zu sammeln? Also ich könnte mehr Flaschen bauen, ja, ne, aber... Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ich brauche ja nicht 300 Milliarden Liter Wasser. Und die Tiere kriegen natürlich nur sauberes Wasser von mir, weil ich bin ein Tierfreund. Ich habe zwar im Rettungsdienst, aber ich bin mehr Tierfreund. Nein, Quatsch, war ein Scherz. Ich mag beides, mag Tiere und Menschen natürlich. So.
Und das heißt, man muss sich auch stetig um diese Viecher kümmern, ne? Das ist auch nicht so einfach. Wird auch schon seinen Spritzer Arbeit kosten. Alleine das Einsammeln immer, ne? Was heißt denn aufräumen? Könnte das vielleicht bedeuten, dass wir das in die Flasche direkt reinschütten? Ist ja natürlich einfacher, ne? So, Tiere. Noch kein Tier drin, aber man sieht sogar Wasser drin. Wie cool ist das denn? 19 Liter. Das Spiel ist echt gut gemacht, ey, muss man sagen. Hast du schon eine hergestellt für mich? Wasser, 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 Wasser. Sorry, dass es so lange dauert mit dem Wasser. Ich hatte da irgendwie noch anders geplant. Ich mache mal einen Test jetzt mit der Flasche hier. Wenn ich jetzt aufräumen drücke, wird es wahrscheinlich gelöscht. Gehe ich mal schwer von aus. Ja, es wird gelöscht. Es wird einfach eiskalt gelöscht. Okay. Toll. Das geht nicht. Das ist Blödsinn. So. Es leer sein. Jetzt zwei Einheiten noch. Was habe ich denn da jetzt gemacht? So. Fünf Einheiten, fünf Einheiten. Gibt es keine größeren Wassermöglichkeiten? Das ist doch schade, sowas. So, ich hätte dich schon längst führen können. Oh. Voll. Habe ich denn da? Ja, klar, wegen den Aufräumen. Wir haben das da ein bisschen durcheinander. Macht aber nichts. Das sind schon ein paar Liter Wasser wieder mehr für unsere Tierchen. Futterproduktion läuft. Es ist mal wieder Nacht. Es ist mal wieder Nacht in diesem Spiel. 30 Liter. Das Ding ist voll. Das ist schon mal schön. Dann habe ich für mich auch keinen Schluck Wasser mehr. Darf das Wasser sogar nehmen. Nimm Futter hinaus. Warum soll ich denn Futter hinausnehmen? Mir fällt das ja auch schlecht. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall schon mal Tierfutter, 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 Tierfutter. Das ist voll in Produktion. Und man sollte eigentlich bei zuschauen, denn das gilt ja auch wieder mein Landwirtschaftsskill. Aber auch immer nur so mikro-minimal, ne? Wartet. Landwirtschaftskompetenz steigt. So. Ich habe alles drin, ich weiß aber nicht, wie viel drin ist. Keine Ahnung. Wir warten noch, bis Tag wird, dann hauen wir die Tiere da rein. Kümmern uns aber währenddessen aber schon um den Bienenstock. Das heißt, ich muss ein paar Bäume wegkloppen. Ich habe in Erinnerung, dass wir einfach nur Bäume umgehackt haben. Und ab und zu war einfach mal Honig dabei. Und ich habe mich dann gefreut. Ne? Blöd ist, dass die Axt im Arsch ist. Also fast im Arsch ist. Hätte nicht mal allzu viele Bäume umkloppen können. Ne? Oder haben wir solche Dinger jetzt zerkloppt? Ich weiß es nicht mehr. Naja, wir brauchen eh alles. Einfach mal Bäume killen ohne Ende.
Ich kann mich absolut nicht erinnern, wie wir Honig gefunden haben. Im Diesbaum. In der Baum. Das hat keinen Sinn. Also, Problem. Ich habe keine Axt. Ich habe keine Axt. Wir gehen mal rüber. Spaziert. Wir wollen ja eh bis zum Tag warten. Schrotflinte in der Hand. Natürlich nachgeladen. Und holen uns eine neue Axt. Denn da gibt es auf jeden Fall noch eine Axt. Ich hätte so gerne die Stahlaxt. Aber wir brauchen dieses Stahlwerkzeug. Dafür muss ich unbedingt noch rumfahren. Das machen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall. Oh, wir sind so laut, ne? Oh, stinke Zombie da hinten. Das ist nicht gut. Zwar schön nah zu Hause, aber das sind wir doch noch gut aus dem Weg gegangen. Okay. Da steht einfach wieder ein neuer Zombie. Naja, man kann auch leise sein. Dann sehen die einen nicht. Oder man rennt einfach ran vorbei. Ne? Das kann ja. Was war da aufsammeln? Einfach nur ganz normale Kräuter. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir Honig gefarmt haben. Verdammt nochmal. Aber wie wir dieses Spiel kennen, sehen wir mal wieder nichts. Weil immer wieder Nacht ist. Dann haben wir 3 Sekunden Tag und dann Nacht. 3 Sekunden Tag, Nacht. Das ist immer dasselbe Mist. Steinhacken werde ich wahrscheinlich keine finden. Die Kisten am Steg waren auch nicht lootbar. In meiner Erinnerung. Dann nehme ich davon ein paar mit zurück. Ja. Mhm. Oh, was hat er denn so schlechte Ausdauer? Er sollte vielleicht mal einen Schluck trinken. Oh, wir haben aus den Tieren gespendet, die noch gar nicht existieren. Also sie existieren schon, aber sie leben noch nicht im Gehege. Ich freue mich da schon so drauf. Gewächshaus und Tiere. Ich finde sowas einfach affengeil. Was haben wir hier drin? Ein Topf. Baumwolle. Für irgendwas braucht man die auch. Gerade Platz. Warum nicht? Ich habe mit Sicherheit irgendwo eine Axt liegen lassen. Obwohl ich habe viel zerlegt. Ne? Da haben wir noch eine Axt. Ist doch wunderbar. Ja, ja. Es spawnt neuer Loot alle 9 Tage oder was habe ich eingestellt gehabt? Ich weiß es nicht. 3. Also neue Axt habe ich schon mal gefunden, das ist schon mal safe. Kohle nehme ich mit auf jeden Fall. Noch ein bisschen Baumwolle, weil ich noch nicht weiß, wofür die gut ist. Stöcker brauche ich auf keinen Fall, die findet man genug. Samen, Kräuter. Was brauchen wir denn für Alkoholherstellung? Weizen, ne? Weizensamen war das. Mais, glaube ich, auch. Erdbeeren, ganz, ganz viele Erdbeeren, ein Stück Fleisch. Verrottete Lebensmittel brauchen wir auch. Wir essen aber auch mal ein bisschen was. Ich mag diese Location hier sehr, weil man hier bis jetzt immer ganz coole Sachen gefunden hat. Ja, okay, Messer kann man nicht. Kann man zerlegen, geben aber nichts, warum auch immer. Deswegen sind die auch noch da drin. Ich sabber mir wieder im Bad. Puh, eine Ersatzspitzhacke kann man mal auch mitnehmen. Brauchen wir bestimmt auch. Nochmal das hier. Kalkstein, Kohle. Das ist momentan tatsächlich nicht so wichtig.
Kräuter, Karotten, Mais, Weizen, Baumwolle, Erdbeeren, machen wir auch noch mal ein paar. Naja, so langsam denke ich mit. So. Dann nehmen wir das Werkzeug doch mit. Weil für mich war es erst immer zum Zerlegen gedacht für Eisen und dann, ja, mal gucken, was man da sonst so treiben soll. Topf brauche ich nicht. Ich habe den absoluten Oberherd schon. Alter. Das Ding ist wirklich ganz schön voll. Ich das Messer weggepackt? Okay. Wo war ich da? Gedanklich nicht ganz richtig. Oder der Hammer, der im Bug, keine Ahnung. Nö, der geht auch. Wofür braucht man den eigentlich? Der ersetzt auf jeden Fall nicht diesen Hammer. Ja, wir können das ja mal gerne testen. Ne, der ersetzt den nicht. Das ist einfach nur, wirklich nur ein Hammer. Weg damit. Her damit. Dieser Holzhammer ist wirklich der Hammer der Hammer, ne? Was soll man sagen? Das ist der Hammer. Mann, sorry, dass ihr so wenig seht. Mal, ihr seht wenigstens die Fenster, wenn sie offen sind, ne? Es ist ja schon mal was. Billiger kommt man einfach nicht an Eisen dran, Leute. Das ist einfach so. Eisen und Stahl. Aber hier ist ja natürlich kein Stahl, hier ist nur Eisen. Müssen nur so auf unser Gewicht achten. Das, was wir wollten, haben wir schon. Eine Axt. Natürlich soll ich jetzt auch. Vielleicht müssen die Behälter auch leer sein, damit neuer Loot spawnen kann. Aber wir sind schon im Jahr 2 am Tag 24. Hey, krass. So. Jetzt liegt einfach alles. Also was die Salpeter und so habe ich noch nie benutzt. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Bin gespannt. Oh, bitte sei nicht so viel Werkzeug drin. Okay, komm. Es ist entweder tiefe Nacht, da hat man ja Zeit, um rumzugammeln. Dürfen nur nicht zu schwer werden und es leckt. Oh ne, das lege ich jetzt nicht alles. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Boah, guckt euch mal an, was hier noch am Werkzeug drin ist. Muss ja neu gespawnt sein. Brauche ich tatsächlich? Verrottete Lebensmittel? Dünger ist cool. Weizen nehme ich nochmal mit. Kartoffeln nehme ich mal mit. Nice. Wäre so gespannt auf das Gewächshaus. Zement brauche ich eigentlich noch gar nicht, weil wir bauen nicht mit Zement. Nehme ich aber trotzdem mit. So, auf geht's wieder zurück nach Hause. War jetzt ja nur ein kleiner Mikroausflug. Ich hoffe, jetzt werden wir nicht überrascht von irgendwelchen Zombies, denn ich wollte ja auch ein paar Sachen zerhacken. Und denen ein paar Bäume klauen. Aber irgendwie kam ich doch mal einfach so an Honig dran. Ich muss den Baum komplett zerhacken, ne? Es reicht nicht, wenn ich hier nur fälle. Ab und zu an Honig kommt. Welche Richtung gefällt? Hat man davon? Ich hatte Honig. Jetzt kriege ich keinen mehr. Weil ich nicht mehr weiß, wie er gefunden wird.
der liegt dann dazwischen oder so, ne? Kann das sein? Weil Honig oder so gesammelt habe ich jetzt auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass ich auf dem richtigen Wege bin, was Honig betrifft. Du bist ein anderer Baum. Du bist ja ein Bienenbaum. Wir wissen jetzt in Zukunft, wo viel, viel Holz liegt. Das war's. Aber ich bin absolut auf dem Holzweg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was Honig betrifft. Ich brauche aber Honig. Mann. Spiel. Warum machst du mir das immer so schwer? Na, was haben wir denn alles gesammelt jetzt für einen Rotz hier? Total viele Werkzeuge. Metallbarren. Ein paar Erdbeeren. Die wollte ich ja eigentlich verkochen, vergehren. Da ist unser wunderschönes, ist Futter drin, ne? Also kann auch nicht mehr reinmachen. Ich will ihn natürlich in einen kompletten, perfekten, luxuriösen Zuhause warte mal, was habe ich nachhergestellt? Tierfutter muss ich erstmal anklicken. So, in einem perfekten Zuhause dastehen lassen. Geht das überhaupt jetzt? Es ging noch ein Berg rein. Also das müsste jetzt aber auch lang. Jetzt haben die 30 Liter Wasser. Da würde ja persönlich, ich ja persönlich ewig mitnehmen können. In der Karre haben wir die Viecher drin. In der Tasche hat jetzt keinen Platz. Das ist nicht schlimm. Deswegen nehmen wir die Karre einfach mit. Ich hoffe, die leben noch. Die sind da schon ziemlich lange drin, ohne Futter und ohne Wasser. Ich wusste nicht, dass die Futter und Wasser brauchen. Das ist schon krass, ne? Hupa, 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 hupa. Ein Schäfchen. Achso, auch perfekt eigentlich als Werkzeugkiste gedacht dann, ne? Wir haben aber ein Mutterschaf, Ferkel, kleiner Eber. Das sind echt Unterschiede drin, da muss man drauf achten. Oh, die scheinen sehr schwer zu sein. Und die tue ich jetzt hier einfach so rein, oder wie? Hallo? Zerlegen. Ablegen. Okay. Es muss ja eine Funktion geben, Tiere hier freizulassen. Ihr habt 30 Liter Wasser, ihr habt einen Stein zum Spielen, aber hier ist auch so ein Ding. Ich bin so lahm. Also das Tier im Käfig hier reinzustellen, sieht sinnvoll aus, ja. Aber da steht immer nur aufsammeln. Hammer zerkloppen. Bringt nichts. Schlau machen. So, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ne? Also hier hängt eine Tafel. Und da schmeißen wir die Tiere rein. Also das muss man erstmal wirklich wissen. Forest Love. Und ich habe keine Ahnung, ob die Tiere da dann einfach das machen, was sie sollen. Oder ob sie einfach sterben. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Was? Ach guck mal, die haben Zahlen. Tierstatus 000. Ferkel, kleiner Eber. Gucken wir uns die doch mal an. Ach guck mal, wie geil. Boah. So eine Liste drauf. Ey! Ey! Ich lauf einfach draußen rum. Achso, die sind noch ein Zweck vom Gehege.
Das soll so. Was ist das süß? Absoll so? Wofür habe ich dann Futter da reingemacht, damit die draußen essen? Was ich hier echt. Wartet mal. Also ich habe die Liste der Tiere, ich habe ein Hauptmenü. Da kann ich die Tiere reinlegen. Mehr habe ich nicht. Ich kann hier keine Tür reinsetzen. Gruselig heute wieder. Aber sie scheinen sich im Bereich dieses Geheges zu befinden. Und ich denke, wenn sie Hunger und Durst haben, werden sie schon was nehmen, ne? Mach mir ein bisschen Sorgen. Ganz, ganz kleines bisschen Sorgen, dass die Tiere nicht das machen, was ich will. Gerade eben, ne? Gut, ja, wir hatten immer noch Honigprobleme. Tierfutter passt nicht mehr rein. Wow, schon voll. Mein Fass. Ja, das braucht leider viele Erdbeeren. Nicht zwei, leider. Aber wir sind ja in der Produktion. Warte mal, die Erdbeeren können wir so lange kühlen, damit sie uns vielleicht nicht schlecht werden. Das Stück Fleisch. Wasser! Wir brauchen Wasser. Wir brauchen ganz dringend Trinkwasser. Wir haben ja selber nichts zu trinken. Da müssen wir so ein bisschen auf die Tiere mal mitachten, was die für einen Scheiß bauen. Wenn sie am Futter gehen, dann ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Dann weiß ich ja, dass es funktioniert. Ansonsten machen die Tiere mir gerade mehr Sorgen als alles andere. Naja, kann ja auch an dem Spiel liegen, dass die Entwickler das halt so programmiert hat, dass sie draußen rumlaufen. Also mir fehlt auf jeden Fall ein Tor. Das habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Dass auf jeden Fall ein Tor fehlt. So. Hier wollte ich noch mal tatsächlich Fleisch. Irgendwas Leckeres kochen. Brühe. Brühe mag ich gerne. So. Rein mit der Brühe. Sieht sogar lecker aus, ey. So, schön. Boah, das läuft heute wie ein Eins. Bis auf diesen blöden Honig. Aber wie gesagt, ich kann mir ja schlau machen. Ich tue mal hier die Samen rein und den ganzen Kram, den ich halt nicht brauche. Ich weiß nicht, wo Baumwolle hingehört. Wahrscheinlich eher hier. Kalkstein hier. Kohle kommt mal ganz kurz hier rein. Da ist auch schon ganz viel Kohle drin. Eisenbarren hier. Platine kann da auch rein. Ach, der Dünger. Guck mal hier. Den können wir doch direkt mal hier reinkloppen. Da ist gar nichts drin. Warum nicht? Habe ich da nicht was reingetan? Ich könnte mich erinnern, ich hätte was reingetan. Dann wollen wir Weizen haben, ne? Bin ich ja fast froh, dass wir die Weizen Samen benutzen können. So.
Zack, bewässert. Ohne irgendwas zu machen. Ist das hier geil? Das kommt einfach aus so einem riesen Wassertank. Der dauert natürlich seine Zeit, bis das wächst. Ne? Im Gewächshaus wird es wahrscheinlich schneller wachsen. Das ist der Vorteil. So, eine Sekunde schlau machen. So, Timmy ist wieder ein bisschen schlauer geworden, dank YouTube. Und es gibt gewisse Bäume, wie zum Beispiel diese hier. Da wachsen gleich zwei vor unserer Nase, die eventuell Honig aufwerfen. Das sind halt nicht die Nadelbäume. Bienen scheinen wohl diese zu favorisieren. Äxte haben wir genug, also kein Problem. Rauf damit und hoffen, dass Honig rausspringt. Muss sie nur fällen und dann wird man den Honig bekommen. Wir haben hier einige. Wir haben am Ende hier so viele Bäume liegen. Glaub mal, bevor wir hier Honig finden, wir brauchen ja Honig und eine Wabe. Naja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich ihn auch doch ganz zerlegen. Ich weiß es nicht. Ausdauer ist so massiv schlecht. Dabei geht's, naja, körperliche Energie, alles klar. Der muss ja wieder heier machen. Der muss mal wieder eine Runde Bubu machen. Der arme Kerl. Aber der muss aber auch arbeiten. So ist das Leben, ne? Also im Real Life muss ich auch arbeiten, da muss er auch arbeiten. Ne? Da gibt es keine Gnade. Was mit dir, süßer Kleiner? Ich habe einen Baumstamm gesammelt sogar. Sehr interessant. So, an meine Seite schieben. Haben wir denn da noch irgendwo welche? Oh, das ist aber nervig, so an Honig zu kommen. Oh, hat sich einfach in Luft aufgelöst. Okay, also sind wir auf einem den Let's Play, was ich geguckt habe, war das diese Bäume. Auch der Spieler hat gehackt und gehackt und gehackt und leider kein einziger Honig gefarmt. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich kann es ja trotzdem versuchen, ne? Dass man Honig waben. Ich weiß nicht, wofür ich das überhaupt brauche. Hier sind aber viele von den Bäumen. Seit wann kostet Hacken denn Ausdauer, ne? Das war sonst irgendwie gar keine, nie Ausdauer kosten. Elender Baum. So, komm, wir versuchen noch einen, dann ist Honig eigentlich unser kleinstes Problem, würde ich sagen. Also so wichtig finde ich den Honig jetzt auch nicht, aber ist halt schade. Ja, wir haben aber auch im gesamten Let's Play selten Honig gefunden, da muss man schon mal sagen. Das ist das wirklich ein sehr seltenes Item. Aber schade ums ganze Holz, ehrlich gesagt. Du siehst so nach Honig aus. Gar nichts. Also hier liegt jetzt Tonnen an Holz rum. Der ist interessant. No Honey. Honey. Du bist noch interessant. Boah, hab ich getroffen. Schweinebaum. Ganz normale Bäume. Oh, meine Axt ist kaputt. Okay, ihr seht, wie schwer es ist, an Honig zu kommen. Ein bisschen schade. Fisch ein bisschen schade. Ja. Wäre natürlich schön, wenn man Honig farmen könnte. Aber ich habe keinen Honig. Weil ich den immer sofort verkocht habe. Okay, er muss mal eine Runde pennen, ey. Der ist ja.
Total in den Fritten. Hier müsste eigentlich 38 Liter, ist gut. Lagerfeuer interessiert mich nicht. Du bist fast fertig. Du bist ernten. Baumwolle, okay. 16 Mal, wow. Da können wir nochmal Weizen reinkloppen. Dünger habe ich gerade nicht mehr. Bis leer, Weizen. Ihr wisst schon, wie mein Plan aussieht. Und du bist Erdbeeren. Ja. Und du bist Alkohol. Gut. Das ist schon mal schön. So, und du bist Kräuter. Wer will denn Kräuter haben? Kein Mensch will Kräuter haben. Wir waren ja auch die Dinger hier Honig. Ich habe keine Ahnung. Es gibt keine Bienenwaben in dem Spiel. So, was machen meine Tiere denn jetzt? Ach, guck mal, die sind im Gehege drin. Aha. Hat vielleicht einfach seine Zeit gedauert, bis sie ihr Zuhause gefunden haben. Haben Wasser hinterlassen? Nö, haben sie nicht. Gut. Haben noch nichts getrunken. Und machen so ihr Ding, ne? Ich denke mal, die müssen erstmal auswachsen. Unser Tiergehege. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Tiere. Also es gehen maximal, denke ich mal, 5 rein, ne? Man sollte vielleicht die ganze, ein Eber und ein Ferkel bringen nicht viel. Ein Eber ist männlich. Was aus dem Ferkel wird, könnte Glück sein, dass es ein Weibchen ist. Dann kann der Eber und das Weibchen Spaß haben. Sind ja keine Geschwister. Mutterschaf ist ganz alleine, ne? Status gar kein. Hier können wir nicht mal raus. Achso, X da. Cool. Mann, ich will Honig finden. Ich glaube, ich werde jetzt einen Cut machen. Man wird auf Honigsuche gehen. Ich will dieses Scheißding bauen. Was war eigentlich alles in der Tasche jetzt hier? Mist. Einfach ein bisschen Strom produzieren, warum nicht? Den Scheiß, den ich gerade nicht brauche. Verdorbene Lebensmittel, ein bisschen eklig im Kühlschrank, aber die brauchen wir später. Genauso wie die Kräuter, die wir woanders brauchen, am Medizintisch. Die brauchen wir ja jetzt hier für das Tierfutter, was wir echt noch gut haben. Dann tun wir das auch noch hier hin. Feiner Stoff. Und Kohle kann ich tatsächlich nur oben produzieren. Oh, hier haben wir noch ganz viel Kram. Ja, die Weizenproduktion etwas erhöhen. Was ist Tierfutter? Hat er gar nicht genommen. Okay, macht nichts. Ach, ich will extra da oben rennen und Kohle produzieren. Das ist so doof. Dann holen wir uns den Ofen doch nach hier unten, oder? Was sagt ihr? Hier unten macht er doch mehr Sinn. Da ist den Baum und da ist Honig drin. Ich kann nicht fällen. Wollte ich jetzt machen? Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Achso. Den Ofen zerstören und mitnehmen. Ja, alles zieht langsam um. So ist das Leben. Ein paar Bretter und ein bisschen Zeugs doch drin gehabt. Bleibt ja liegen. Aber der ist halt der einzige noch, der so ein bisschen primitiv funktioniert, ne? Nichts herstellt. Außer natürlich das, was wir brauchen. Und den stellen wir uns erstmal, ja, wohin? Wir haben ja alles voll. Der darf nicht im Regen stehen, das weiß ich. Nein, 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 nein. Synthese. Ganz primitiver Steinofen. Im Weg will ich ihn jetzt auch nicht stellen. Aber hier steht er eigentlich ganz schön, oder? In der Tür. Wäre ein bisschen blöd, ne? Er steht halt falsch. Kommt man in der Ramonk nicht mit klar?
Aber wir brauchen ja ab und zu auch mal Kohle, ne? Das sieht ja aus. So, schön. Also soweit sind wir schon mal klar. Also ich weiß nicht, ob ich habe keinen Honig gesammelt, glaube ich, nirgends wann, nirgends wo. Dass ich den nie behalten habe. Deswegen gehe ich jetzt auf die Suche nach Honig. Mit meiner niegelnagelneuen Axt. Die ich vergessen habe, wo ich sie hingetan habe. Ach ja, klar, im Tiergehege. Tiere, die Armtiere. Ja, gut, die haben ja ein Dach, ne? Also wollen wir nicht jetzt zu dolle jammern. Ich mal zwei Äxte mit. Und geh mal auf Baumjagd. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ich Honig gefunden habe.
Ich habe gar nicht auf Pause gedrückt und rede die ganze Zeit nicht. Sorry, Leute. Okay, jetzt habt ihr mich rauchen gesehen. Scheiße, weil ich vergessen habe, auf Pause zu drücken. Und ich habe hier einen halben Wald gefällt. Nicht einmal Honig bekommen. Ich habe auch jetzt keine Axt mehr. Auch diese Stümpfe zersprügelt. Und es gab nicht ein einziges Mal Honig. Keine Ahnung, wie selten in diesem Spiel Honig ist. Aber es scheint massiv selten zu sein. Ich habe verschiedene Bäume versucht zu hacken, ne? Also verschiedene Größen, verschiedene Formen. Aber ich habe einfach kein Honig bekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habt ihr ja ein paar coole Tipps in den Kommentaren. Okay, ansonsten haben wir heute geschafft, das, was wir wollten. Außerdem, ja, Spaß mit dem Honig. Schade. Unser Tiergehege läuft. Essen und Trinken ist da. Also denen soll es eigentlich ganz gut gehen. Bis jetzt haben sie noch nichts getrunken. Butter habe ich nicht. Ja, und ich denke mal, die dauern, bis sie wachsen und gedeihen. Ne? Jetzt habe ich natürlich alle meine Äxte aufgebraucht. Ja, wunderbar. Ich bin auch ein echter Supermann, ehrlich. Und kann noch ein bisschen Kohle herstellen. So. Und bin ein wenig beruhigt vom Spiel heute, weil das Spiel ist ein echt sehr beruhigendes Spiel. Wenn man jetzt nicht gerade gegen Zombies kämpft, hat man schon so ein bisschen Entspannung, muss ich sagen. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr müde, unser Charakter. Er hat ein paar Bäume auf den Kopf gekriegt. Die arme Sau. Durst hat er auch. Und du machst einfach weiter Strom. Mach Strom. Macht ganz viel Strom. So. Okay, dann haben wir noch Wasser. Leer, leer, sauber. Trinken. Trinken. Essen, schlafen. Für die körperliche Energie. Wir machen uns das auch diesmal warm. Ich weiß nicht, ob das hier auch ganz gut geht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wahrscheinlich verbrennt es da drinnen nur. Im Kamin eine Dose warm machen. Ich kann hier links auf Kochen drücken. Kann gar nichts passieren, ne? Doch. So beide reinwerfen können, wusste ich ja vorher nicht. Aber der Buff ist weg. Honigeintopf. was für eine Ironie. Dann schläfst du bis morgen früh 6 Stunden, 8 Stunden schlafen. Die hat er sich auch echt mal verdient. Und das essen wir morgen, wenn wir buffen wollen. Das geht alles noch, ne? Die Werte gehen so wenig runter, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Gut, und haben unsere Tiere im Griff, denke ich mal. Die laufen draußen wieder rum, aber die werden sich wieder im Gehege finden. Haben ein bisschen was getrunken, tatsächlich. Aber wirklich nur ein ganz klein bisschen, 3 Liter. Und ich hoffe, euch geht's gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.